Moin, moin und einen wunderschönen Donnerstag, den 18.01. Ja, ich bin gerade auf dem Weg von der Wilhelm-Sommern-Straße Richtung Merkenich. Ich möchte eigentlich lieber die KVB schimpfen, aber alle 20 Minuten kommt ja nur die 12 zu der KVB. Die eine ist ausgefallen. Das heißt, 40 Minuten warten, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen spaziere ich jetzt. Also danke nochmal an die KVB. Warum ich auch dieses kleine Infovideo mache. Ja, ich habe einen kleinen Vlog von 20 Minuten gedreht. Schnee, Köln-Merkenich und Umgebung. Und ja, ich laufe hier jetzt gerade durchs Schneewunderland, was wirklich schön ist. Ja, so sieht das mal aus. Die Straßen sind alle super geräumt, also man muss sagen, ja, läuft doch. Ja, also schöne Grüße hier nochmal aus oder von der Wilhelm-Sommer-Straße. Ich kann mich hier einmal drehen. Also, das ist wirklich schön. Also, kleine Anteaserung vom Vlog. Der ist fertig, der ist hochgeladen, ist aber noch nicht mit Musik unterlegt. Deswegen dauert das noch ein, zwei Stündkes. Aber, ja. Ah, das ist wirklich richtig schön. So, jetzt wollte ich mal gucken. Oh. Die haben sie aber nicht geräumt. Gut. Jetzt gibt es doch noch ein paar Impressionen. Auch in diesem Großvideo. Denn es ist einfach nur schön. Das heißt, nochmal kleine Impressionen aus dem Winterwunderland Köln. Meine Freunde von Robin TV. Wirklich nur ganz, ganz kleine Impression. Wenn ich mich jetzt hier mal drehe, ist das nicht schön. Also, herrlich. Ja, im Hintergrund ist jetzt die Sonne. Also, ich muss sagen, der Vlog geht natürlich 20 Minuten lang. Dieses Video ist wirklich nur so ein kleines Guten Tag Video. Aber ich habe jetzt gedacht, wenn die Bahn eh ausfällt, dann haue ich einfach mal zwei entspannte. Da war es glatt. Jetzt muss ich mich erstmal hier orientieren. So. Ob ich denn hier richtig bin? War da der Weg jetzt nämlich zu? Ich muss nämlich, glaube ich, da lang, da wo die Sonne ist. Ja, dann laufen wir mal weiter. Hier durch den tiefsten Schnee. Ja. Aber ein paar Impressionen muss ich dann doch noch machen. Es ist einfach nur schön.
Ja, meine Freunde von Robin TV. Jetzt habe ich hier nochmal einen kleinen Wanderweg gefunden. Hier sind auch schon Leute langgelaufen. Neben mir befindet sich auch schon die Bahn zwischen Wilhelm-Sommerstraße und Nil-Nord. Ich habe jetzt noch gute 10 Minuten, um ja, um quasi nach Nil-Nord zu kommen. So, dann schauen wir mal. Ob wir hier langlaufen können. Hier sind auf jeden Fall schon Fußspuren. Hä? Spannend. Hä? Ich folge denen jetzt einfach mal. Ja, hier, das ist schon ein richtiger Weg. Aber ja, der Schnee, der ist hier doch schon ganz schön hoch. Also meine Schuhe sind jetzt richtig nass. Ich weiß nicht, ob man jetzt was sieht, aber ja, ganz entspannt hier den Trampelpfad entlang. Hey. Ich glaube nicht, dass das hier ein richtiger Weg ist. Aber mal schauen. Ja. Hier sind auf jeden Fall Menschen langgelaufen. Das sehe ich. Ja. Also ein richtiger Weg ist das hier nicht mehr. Aber wenn hier Menschen langgelaufen sind, dann passt das auch. Mal ein bisschen aufpassen hier. Ja, das ist wie Bergsteigen hier. So, hinter mir fährt jetzt die Straßenbahn der Linie 12 Richtung Zollstock. Ja, ich höre jetzt aber mal kurz auf zu filmen, kommt nämlich wieder jemand von vorne. Ja, meine Freunde von Robin TV, das nenne ich mal Survival. Also, es macht zwar richtig Spaß hier zu laufen. Da kam mir gerade aber eine Frau mit Hund entgegen, sagte, das hier ist gar kein offizieller Weg. Ich hab's mir schon fast gedacht, aber okay. Im Hintergrund ist der Weg dann auch zu Ende, den ich für einen Weg gehalten habe. Gut, das heißt, wir müssen jetzt komplett zurück. Ja, und dann habe ich das Gefühl, die Zwölfner merke ich, ist weg, weil gerade sehen wir die 12 Richtung Nil-Nord gefahren. Ja, habt ihr auch gesehen, dass die Gegenrichtung ja auch schon gekommen ist. Die fahren ja hier im 10-Minuten-Takt Richtung Zollstock. Ja, zwischendurch auch ein paar Bahnen zum Upjaring, aber okay. Heieieiei, Robin TV, was machst du? Es macht zwar Spaß hier zu laufen, aber ich gehe davon aus, die 12, na merke ich, ist gleich weg. Ja. Ihr seht ja, viele Fußspuren sind hier nicht. Jetzt nehme ich euch erstmal mit. Hier raus aus dem Gelände. Hey, das war ein Wassertropfen ins Auge. Eieiei. Gut, aber das Wetter ist reichlich schön und ich denke mal, zwei Schneevlogs sind auch ganz fein. Ich habe das Gefühl, dieses Video wird auch schon 10 Minuten lang, schon wieder. Aber okay,
Für Mittagessen ist er gesorgt. Ich habe heute auch Urlaub, heute am 18.01. Sport fällt leider aus. Die Tanzlehrerin, die steckt im Schnee fest, in Berge Stadtbach. Im 20-minütigen Vlog sage ich zwar heute Sport und ich muss mir Wasser holen bei Lidl an der Wilhelm-Sormann-Straße, aber nee. Sorry, dass ihr mir nicht ganze Zeit ins Gesicht gucken könnt, aber heieiei. So, jetzt habe ich schon wieder 3 Minuten gequasselt. Jetzt muss ich erstmal meinen Arm wieder ein bisschen runternehmen. Ja, Abfahrt. Mal schauen, was noch kommt. Ja, meine Freunde von Robin TV. Ich bin jetzt gleich wieder zurück an der Wilhelm-Sommer-Straße. Ja, hat doch nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Weil, ja, so sieht das nämlich aus. Und ich gehe davon aus, dass die Linie 12, na merke nicht, gleich weg ist. Durch meinen Spaziergang, durch den winterlichen Wald. Aber das werden wir gleich merken. So. Die Waschstraße ist auch fleißig hier bei Aral. Herrlich. Also, ich muss sagen, so, Linie 12 Richtung Merkenich ist gerade abgebogen. Halt dies weg. Gut. Ja. Ich hoffe, euch haben die kleinen Impressionen gefallen. Ciao mit V, Robin. Tschüss.